total kaputt bekommen, das Viech. Super, echt hier. So, sehr, verlass auf den Jürgen. Sehr schön. Ability Wunder und Zeiss Biorit, sehr gut. Und weiter geht's. Oh, oh. These stone steps have a history, you know. Yep. Ah ja. Lord O'Hanlon trained here at his peak. A race, huh? Think you can beat me? Jetzt bin ich mal gespannt. Yuna, if you would. Ready! Hey! Ah! Okay, war ein unfairer Start. Da hat sie eh nicht gepeilt. Okay. Können wir reden eigentlich noch? Kids. Schüttel nur den Kopf. Okay, gut. Ich merke schon, das ist echt nicht gesprächig. Wir speichern mal hier kurz. Ja, bitte. Danke. So. Achso, warte mal, unser Freund ist da. Ah, nee, wir waren da an so einem Punkt, da sind sie wieder alle voll geladen und aufgeheilt. Look out! Everyone, quick! Sin spawn! Warum war mir das klar? Okay. Erstmal den Blatt machen. Haltungsgefühl. Du gehst jetzt mal raus. Kimari kommt dafür. Tex, du hast eine Ability. Ja, dann kannst du mal ausführen auf den. Mach jetzt einen auf dem anderen Blatt. So, jetzt greifen wir jetzt mal auch schnell an. 101. Der ging daneben. Sehr schön. So, Schwarzmagie, Feuer auf den bitte, dann ist er nämlich schon mal weg. War nur ein Gedanke, weil es hört sich aus wie eine Pflanze, von daher. Angriff auf den hinter uns. Der Damage von hinten ist immer Käse. Ah, aber gut ausgewichen, gut ausgewichen. Angriff. Warte mal, noch ein Ability-Heap. Da können wir ein bisschen Material einfarmen, nämlich. Gut, drauf mit dir. Kimari. Oh. Oh. Achso, oh, ich dachte schon, es wäre eine Giftfolge, wir wurden jetzt vergiftet. Ich wollte gerade schon was sagen. So, wegbrutzeln. Bitte, dankeschön. Scheiß Shinchube. So, und jetzt auf den Kollegen drauf. 110, naja. It's hard as rock. My sword's no good. Kimari, Weißmagie, analysier dann mal so ein paar Daten über den herkriegen. Durch den Panzer gut geschützt, physische Angriffe kommen wirksam Zauberabsorption durch Tentakel. Nachdem diese besiegt sind, mit Hitzezauber angreifen, wenn es ihm zu heiß wird, kommt er aus der Hülle, sorgten diese Angriffe auf. Okay, gut. Wenn das so ist, Schwarzmagie, Feuer. Brutzel ihn mal bitte, Lulu. Krafthieb, komm. Jetzt ist er draußen, der kleine Freak. Giftsekret, nein, 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 nein. Wir warten die Runde noch ab und greifen an. Schwarzmagie, Feuer, Brutzelin, los! Sehr schön. Krafthieb. Ah, ja, Kimari ist leicht geschwächt. Items, Äther, ne, Antitod war's, ne, halt ein Giftzustand.
So, dann soll sie wieder mit Feuer drauf gehen und Titus wird ihn dann gleich heilen. Das ist der Plan. Items, eine Potion für ihn. Herumwüten. Oh oh. Oh 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 oh. Oh oh. Planänderung, Yuna. Beschwören, Valvaris. Da brauchen wir jetzt ein Ehren. Ein Bestie dafür. Ich freue mich schon. Später. Oh, das wird toll. Los, Tötin. Jawohl. So, mein kleiner. Schallschwing bringen was, sehr schön. Kann man verlangsamen. Ich muss mal angreifen, so mit Schwarzmagie und können ihm Feuer reindrücken. Nicht so stark wie von Lulu. Warte, wir gehen Giftimmun. Wenn wir regulär angreifen, bringt das wahrscheinlich zu wenig, also wir machen nochmal Schwarzmagie. Ich hab's hier deswegen gerade rausgeholt. Weil nicht, dass sie mir jetzt gleich sterben. Das wäre ein bisschen doof. Wenn sie nicht extrem stark heilen müssen jetzt durch die Bank durch, das klappt jetzt noch nicht so gut. Deswegen heißt es gut, dass wir uns eh jetzt haben. Und das war's mit dem Freund. Ich bin tot, ich sterbe. Was für eine grausame Welt. Sagt Shin bitte, dass ich in den Fatz gewann und nichts konnte, außer sterben. Yes. Sorry about that. Hope to break you in a little slower. Being a guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Nah. So, what are these sin spawn anyway? Fiends. They fall from Sin's body and are left behind in its wake. Leave him alone and Sin comes back for him. You gotta be quick. That moment when Waka told me I had talent in battle, I think that was when I started seriously considering becoming a guardian. Ah, sehr schön. Paar Punkte bekommen. Kraschwirit, Abendsonne. Wir machen kurz eins, wir gehen kurz zurück. Touchen das Ding nur, wobei ich glaube, wir speichern da auch kurz, wenn wir schon dabei sind. Weil dann brauchen wir uns nicht heilen. So, speichern kurz hier. Ja, bitte. Weil sind die Kollegen nicht auch wieder durchgeheilt? Warte mal, ne, wo waren das? Ausrüstung, und zwar von... doch, Titus. Waffe, hätten wir noch Abendsonne, Blindschlag, Angriff plus 5 vom Ausgerüstet, Blitzschwert. Nö, dann bleiben wir dabei. Gut. Ah, vielleicht ist es eine kleine Aufgabe, dass wir alle Dings vernichten. Alle Schuppen. Wäre eigentlich eine Idee, ne? Aber hier gibt's nichts weiteres oder so. Eine Kiste oder sowas. Nö, gibt's nicht. Gut, okay. Dann gehen wir weiter und schauen, was noch passiert. War schon ein krasser Kampf gewesen. Ohne es irgendwas schwer geworden. Valvaris. So, they got fiends in Zenarkan too. Just a few. It's a big deal when one shows up though. Hey! Since one of you believe me about Zanarkin anyway? I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time, like a thousand years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. Hmm? You make up one theory after another, refusing to face the simple truth. Sin didn't take Chapu anywhere. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Sir Jekt, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. It's pointless to think about it. And sad. Harte Worte, aber wahr.
I could never be what Chapu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Waka, Lulu, and Waka's brother, Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. Ja, solche Geschichten sind nicht immer das Tollste. Da hat nicht ganz Unrecht. Der Tempel. Schöner Tempel. Und wir können uns umgucken. Ja, sehr schön. Ich gehe jeden Tag diese Stufen auf und ab. Deswegen bin ich kerngesund. Ja, sehr schön. Ich muss beten, dass Sinn nicht wieder auftaucht. Und dann betet mal schön. Und ihr zwei Fatzken, ne? Selbst bei der Leibgarde, aber verzieht euch einfach. Tschüss. Ich beneide dich. Du beherrschst Blitzball und kannst jetzt nur noch kämpfen. Ich kann nichts außer beten. Das hier ist der Ort, den einst Oha-Land besuchte. Ah ja, okay. Gibt's ja deswegen auch vielleicht eine Truhe oder so, die man looten könnte? Ich will nicht mehr in Kilika leben. Hier sind zu viele traurige Erinnerungen. Ich bin hier, um ein letztes Mal zu beten. Okay, dann mach das. Wir haben beschlossen, Kilika zu verlassen. Wir suchen einen Ort, wo Sinn nicht hinkommt. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob es einen Ort überhaupt gibt. So einen Ort überhaupt gibt. Vielleicht ja mehr Richtung Festland, das wäre sinnvoll vielleicht. Ich weiß nicht, weil so direkt am Strand und der ist im Wasser. Ich habe gehört, dass man hier Berühmtheiten trifft. Ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Wir sind hier nicht auf dem Fantrasen von der Gamescom oder so, Mädchen. Wir sind das. You here to pray for victory too? Us pray? Who needs to pray? The Luka-goers always win. Oh yeah? Then why are you here? We've been praying for some competition this year. So what's your goal this time? You gonna do your best again? Ha! It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time, we play to win. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the finals! We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down? They're as bad as my old man. But Sir Jekt was a kind and gentle man. Well, not my Jekt. Even 10 years after he left, just thinking about my old man got me angry. But maybe that was just my way of keeping him... Nah. Ja, er hat sich, glaube ich, gerade verkniffen, was er sage, weil das war vielleicht auch besser so. Was? Ist jetzt Yuna hier draußen, oder? Irgendwer anderes? Die haben wir gequatscht, ne? Wenn ihr Blitzballspieler herkommt, merkt man, dass das Turnier bald stattfindet. Ja, mit euch beiden Süßen haben wir gequatscht, mit der Tante auch, dann gehen wir mal da rein. Und schauen wir, was es da drin vielleicht gibt. Ist da eine Kiste vielleicht hier? Da geht's rein. Cool. Hallöchen, Mr. Mönch. Dies ist der Tempel des Feuers. Selbst in den Hallen der Prüfung schießen Flammen hervor. Wenn jemand die Ordnung bricht und unbefugt die Hallen betritt, wird er sein Leben lassen. Beim nächsten Turnier wird hoffentlich die Mannschaft aus Kilika gewinnen. So kann die von Sinn gepeinigte Bevölkerung etwas Mut schöpfen. Ich weiß, das ist ein Punkt, den ich nie verstehe. Wie kann man durch einen Sieg in einer Sportart bitte Mut schöpfen? Das muss ich auch schon so können, was der Sieg... Ja, keine Ahnung. Bringt meiner Meinung nach für einen Arsch. Sorry. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Guck mal, Kinder, yay! Hallo? Um ein guter Priester zu werden, muss man viel lernen. Ja, und nicht im Kreisrennen vielleicht. Oh mein, ich will lieber am Strand spielen. Ich mag den Unterricht über die Leitsätze am liebsten. Wenn ich fleißig lerne, schenkt meine Priester immer leckere Sachen und bittet mich zu sich nach Hause. Und dann passieren merkwürdige Dinge, dann werde ich auch spontan müde und habe am nächsten Tag Popo weh. Ah ja.
Tja, zumindest die Priester hier haben es gleich. Haben eins gemeinsam. Dann gehen wir mal in den Tempel rein und hoffen vielleicht, dass wir da was bekommen, was ich hoffe und denke. Kann ich kurz mit denen noch quatschen? Geht das? Danke. Er übt immer noch seine Siegerpose. Ich wünschte, ich wäre auch so optimistisch. Übt keine Siegerpose, übt eher an sich das Spiel und trainiert mal. Das bringt euch ja nichts. Wenn wir das Turnier gewinnen, werde ich diese Siegerpose hinlegen. Das hier ist also, okay, ich ergebe mich, oder? Schieß mich ab! Irgendwie so, aber nicht nach einer Siegerpose. Also, Kenas, Yuna? Please, let Waka's prayers be heard. I think Waka needs to do a little more praying. Da hat sie nicht so ein Recht. No, 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 no. Okay. Lord O'Holland, guide our feet. Wir beten mal mit. Wer ist? A summoner, are you? Bist du auch ein Medium? My name is Yuna, from the Isle of Bisaid. Donna? So, you're High Summoner Braska's daughter. That's quite a name to live up to. My, my, my. And all these people are your guardians? My, what a rabble. As I recall, Lord Braska had only two guardians. Quality over quantity, my dear. Whatever were you thinking? I have need of only one guardian. Right, Bartello? I only have as many guardians as there are people I can trust. I trust them all with my life. To have so many guardians is a joy and an honor. Even more so than being my father's daughter. Of course, I would never think of questioning your ways either. So, Lady Donna, I ask of you, please leave us in peace. You do what you want, Bartello, we're leaving. Voll dir ein gespielte Schnalle. Ich bin Schlammblut und schreinreißig. A guardian is someone a summoner can rely on. Someone she can trust with her life. I wondered, did Yuna feel that way about me? What's she smiling about? So, gespeichert haben wir. Können wir jetzt hier oben rein? Nur Interesse halber natürlich, ihr kennt mich ja. Ja, können wir, sehr schön. The faith is below. Let's do it! The faith? But first, the Cloister of Trials. Kamari, Waka, ready? Strength, everyone. No! Da! Hey, what gives? You're not a guardian yet. We'll be back as soon as we can. Okay? Was? Mit Waka? Ihr sterbt! Oh, sure. Mal... Soon. Like tomorrow soon, I bet. Da doch auch nur wieder so einen komischen Ball. Kann ich jetzt hinterher springen? Warte mal, jetzt hinkt er doch wieder hoch. Oder höre ich das gerade falsch? Ha! Haha! Hätte er wohl gern. Where's Yuna? Da unten. Then why are you here? Ich hab eine Nackspause. Hey, I'm not a guardian, so I'm not supposed to go in, right? Not a guardian, you say? Hey, wait! Ah, let me go!
Gow! Hey! What's a big idea? Just a little game. Huh? This is bad. Really bad. Das gibt mega. Kann ich nicht wieder zurück? Hallo? Come on, go up! Go up! Ja, das freue ich mich auch gerade. Ach nö, es gibt nur wieder Stress. Sie ist kommen. Ey, was machst du hier unten? Ey, die wird doch oben bleiben. Lala, was soll's? Guardians allowed. And I'm sure no guardian. Das wackert da, die sterben sonst. Well, I guess it's too late now. Oh, Rätsel, ja. Teddybär? Ja, aktiviere Teddybär. Ein Teddybär ist anwesend, sehr schön. So. Was muss ich hier nur machen? Ich bin überfordert. Oh mein Gott, ich brauche eine Cheat Engine. Komplette Lösung. Ja, wir nehmen Spirit raus. Spirit von Kilika genommen. Dö. Ja, ich hab's kapiert. Jetzt setzen wir jetzt da ein. Ja, Spirit einsetzen. Tür ist offen. Jetzt sind wir wieder raus. Dann hört's auf wahrscheinlich. Ja, perfekt. So, sehr schön. Kann ich den hier absetzen? Ja, setz den mal da rein. Die Kilika eingesetzt, sehr schön. Ja, was machst du? Bist du verrückt? Ich nehme eine Spirit raus. Hä? Ja, setz mal da ein. Ich will schon was wissen. Ein Signer. Gut. Okay, wir nehmen mal den Spirit Insigna. Ja, setzen Sie ihn da mal da ein. Nein, was machst du, Freak? Genau. Nehmen dich raus. Und setzen dich dafür da ein. Passiert aber nichts. Okay. Setzen wir dich da ein. Aha, das sind so komische Muster auf dem Boden, aber ich glaube, die haben erstmal nichts zu bedeuten. So, dann setzen wir dich wieder hier ein. Dann nehmen wir den anderen wieder und verbrennen mal die Tür. Nein, jetzt hör doch auf damit, du Vogel. Nehmen wir Spirit erstmal da raus. Genau, und setzen sie da drüben hin. Ja, ich glaube, das war richtig. Sehr schön. Jetzt setzen wir dich wieder da ein. Nehmen dich wieder raus. Also jetzt nicht in da vorne wahrscheinlich sein. Da geht es um eine Reihenfolge höchstwahrscheinlich. Was? Insignia blockiert den Weg. Was? Okay. Hä? Nichts tun. Dann mit denen nochmal. Können wir jetzt da einsetzen? Ich raff's nicht. Man leuchtet ein Symbol. Das Symbol Insignia blockiert den Weg. Ja, den Insignia-Spirit hatte ich ja gerade. Den wollte ich ja einsetzen. Blockiert? Hä? Jetzt hör doch mal auf mit dem Käse, wenn du rumschiebe, du Vogel. Insignia blockiert den Weg. Ich will jetzt herkommen, den da reinsetzen. Und das Ding dann nach vorne schieben.
Achso, ja, Symbol berühren. Ja, oder so halt natürlich. Ja, aber auch logisch. Ohne Schmeorit. Na gut. Mhm. Schmeorit nehmen, ja. Kilika genommen. Okay, ein Sprit von Kilika setzen wir jetzt mal da rechts ein. Und lassen den da. Ist nicht beides Feuer und dich schieben wir jetzt davor. Hallo? Sag mal, Junge. Genau. So. Und jetzt hier. Wir müssen ein bisschen sachte mit der Steuerung sein, sonst ist der so ein bisschen überaktiv und geht immer links und rechts vorbei. Interessante Rätsel. Können Sie vielleicht ein bisschen schneller schieben? Das dauert ja lang hier, du. To the note. Da kann man wahrscheinlich nicht runter. Ist einfach blockiert. Okay, gut. Dann müssen wir alt. Warte, hier lang. Oh, oh, warte, 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 warte. Wir schieben dich lieber ganz nach vorne. Ist hier schon, komm, dass wir aufhören, damit wir hier sonst ein Problem kriegen. Hallo? Jetzt. War gerade nicht so recht. Nein, 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 nein. Ja, schieb's doch nach vorne. Manchmal, der Junge, echt? Ah, warte mal, Spirit nehmen. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Nimm sie mit zu einsetzen, kann das sein? Frage. Ah, da haben wir noch ein Spiorit. Ach so. Fraktura haben wir jetzt. Sehr, sehr schön. Interessant. Dann können wir den wahrscheinlich hier einsetzen, oder? Oder auch nicht. Verdammt. Nehmen wir mal raus. Achso, warte mal, den Fraktura müssen wir wahrscheinlich, ja, logischerweise, wahrscheinlich hier einsetzen, was ein komisches Symbol nämlich auf dem Boden. Setz sie mal da ein. Oder auch nicht. Okay, dann warte, dann haben wir von hier drüben Spiorit. Kilika, warte mal, ist es auch Kilika? Ist auch Kilika, okay. Nehmen wir ein Kilika-Spiorit mit, dann setzen wir mal eine Tür ein, vielleicht ist es dann richtig. Ha, hier geht's ein bisschen ans Rumtesten und Rumprobieren, meine Friends. Ja. Juhu! Wieder rausnehmen. So, warte, 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 warte. Ich habe jetzt was vor. Dich will ich da einsetzen. Und ich will den anderen gerade mitnehmen, weil ich glaube, den brauchen wir dann gleich. Den Spiorit Fraktura nämlich. Yep, mitkommen. Mitkommen, 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 mitkommen. Halt, da hoch, dankeschön. Und hier entlang. Ich hab den nicht mehr. Ich gehe nochmal kurz nicht zurück. Okay. Lulu, ich kann das erklären. Wirklich. Whoa, whoa, whoa. It was Donna and that big musclehead man. Yuna will be the one to suffer the consequences. Oh. What consequences? She could be excommunicated. Hätten wir vielleicht auch warten sollen, aber ich glaube, wir wären dann so oder so da durchgegangen. Just wait. So what's in there anyway? Gute Frage. The faith, remember? Oh yeah, that thing, right. The Faith are people who gave their lives to battle sin. Yevon took their souls, willingly given from their still living bodies. Huh? Now they live forever, trapped in statues,
But when a summoner beckons, the souls of the faith emerge once again. That's what we call an aeon. All that in this room? So what's Yuna doing in there? She prays with all her heart for a way to defeat sin. Okay, gut. Wir können nicht zurück. Nein, ich hätte noch quatschen sollen. Es hat schon wieder was getriggert. Ich würde noch was ausprobieren. Es ist wieder K.O. die Dame. Ach, super. Ich krieg echt, die hat echt Kreislaufprobleme bei sowas. There was something I didn't tell anyone else that day. That song we heard there, in the temple, I knew it from my childhood. It was proof that Spira and Zanarkin were connected. Somehow. At least to me it was. Maybe that's why suddenly I felt like I just wanted to go home. I tried to say something to tell them, but the words wouldn't come.